Herzlich willkommen beim Mediale Energetik-Treff. Ich bin Oliver Jareni, medialer Energetiker und Astrologe aus dem wunderschönen Linz und es freut mich, dass du dabei bist. Ich habe heute ein Thema vorbereitet, nachdem ich immer wieder gefragt werde. Es gibt auch schon viele Variationen zu diesem Thema Macht, Ohnmacht auf dem Kanal, aber ich möchte heute wieder einen neuen Winkel finden. Das Coole und Spannende ist ja, wenn man energetisch arbeitet und auch dann eben mit Meditationen etwas selber machen will und selber lösen will, gibt es ja da ganz viele Möglichkeiten, die Themen anzugehen. Und heute ist es mir mal wichtig, dass wir das Thema Macht-Onmacht betrachten, zum Teil aus dem Familiensystem heraus und dann natürlich auch, wo du selber dich ohnmächtig fühlst und dann nicht in deine Macht, in dein Tun reinkommst. Wir lernen ja das, was die Eltern leben und nicht, was uns die Eltern sagen. Das ist ja immer so ein wichtiger Punkt und das wird ganz oft übersehen, dass wir immer glauben, okay, das, was wir unseren Kindern vorbeten und sagen, das lernen die, aber das stimmt ja nicht. Wenn du jetzt deinem Kind immer lernst, du darfst nicht schimpfen, du darfst nicht fluchen und dann sitzt du im Auto und schimpfst wie ein Fuhrkutscher, dann wird das Kind das lernen und sich das einprägen. Außerdem, womöglich wird sich noch ein Misstrauen oder eine Irritation im Kind bilden. Das heißt, es geht also wirklich ganz stark darum, was lebst du denn vor oder was bekommst du vorgelebt? Und das ist dann das, was dich zu deinen Handlungen inspiriert. Und wenn deine Eltern jetzt auf irgendeiner Ebene ohnmächtig waren, keine Ahnung, zum Beispiel in die Selbstständigkeit zu kommen, vielleicht war ein Elternteil abhängig vom anderen Elternteil, haben sich die nicht so gut ernährt, waren ohnmächtig, eine gesunde Ernährung zu haben, haben eine Ohnmacht gehabt, weil sie schlecht mit Geld umgegangen sind, waren irgendwo ohnmächtig, weil sie sich nicht festlegen wollten oder nicht entscheiden wollten. Egal, welche Themen da im Familiensystem herrschen, in der Herkunftsfamilie herkommen, es kann sein, dass du da was trägst. Und jetzt ist ja Ohnmacht eine der behinderndsten Frequenzen, die wir haben können. Weil Ohnmacht dich eben daran hindert, in deiner Kraft zu sein, in deiner Klarheit zu sein und auch klar deine Schritte zu setzen. Und gerade in einer Zeit, die sehr viel mit Macht und Ohnmacht zu tun hat, also wo es immer darum geht, wer hat denn jetzt die Macht über mich oder wer bestimmt denn über mich und man da ganz leicht verleitet ist und immer sagt, na, das Außen ist schuld, das Wetter ist schuld, die Politik ist schuld, die Gesellschaft ist schuld, da ist es eben wichtig, sich klar zu machen, die einzige Person, die über dich Kontrolle hat oder die dir etwas zu sagen hat, bist du selbst. Punkt. Da gibt es niemanden. Niemand kann dir ohne deine Zustimmung deine Schneid abkaufen. Niemand hat über dich eine Macht oder eine Kontrolle. Und das ist ja die große Illusion von jedem Machtmenschen, von jedem Politiker. Das ist ja die große Illusion zu sagen, der kann über dich bestimmen, was ja so nicht stimmt. Bestimmen tust du nur selber. Und du lässt dich halt dann darauf ein, wenn ich sage, ja, ich habe die Kontrolle über dich und du sagst, okay, du hast die Kontrolle über mich, dann einigen wir uns halt darauf und die Sache ist erledigt. Wenn du aber beginnst, dich nicht mehr auf diese Sachen zu einigen, dich nicht darauf zu einigen, zu sagen, ich bin die Kleine, ich bin die Hilflose, dann bist du auf einem sehr, sehr guten Weg und gibst auch niemandem mehr die Kraft ab oder die Macht ab. Das heißt, du bist dann nicht mehr ohnmächtig, sondern du bist in der Eigenermächtigung, du bist in deiner eigenen Kraft und das ist ja letzten Endes das, auf was es ankommt. Und heute, bei der heutigen Übung, wollen wir eben schauen, wo kommt etwas aus dem Familiensystem her und was trägst du vielleicht selber noch für Programme in dir? Und wir werden eben schauen, dass wir da eine tiefe Reinigung machen. Ich wünsche dir jetzt viel Freude und gute Erfolge bei der folgenden Reise. Zum Einstimmen, atme einfach mal tief ein. Und wieder aus. Und tief ein
Und wieder aus. Und mit jedem Atemzug wirst du immer ruhiger und entspannter. Deine Arme werden schwer, angenehm schwer. Deine Beine werden schwer, angenehm schwer. Dein ganzer Körper entspannt sich jetzt und wird ruhig und entspannt. Und du erlaubst dir ganz zur Ruhe zu kommen. Und nachdem es heute um das Thema Ohnmacht und Macht geht, kann es sein, dass man so Ausflüchte hat, dass man sich vielleicht unkonzentriert fühlt oder ein bisschen hibbelig fühlt. Das ist völlig in Ordnung. Und du machst dir einfach bewusst, dass wenn du dir das anhörst, die Heilung geschieht. Da gibt es gar keine Ausflucht mehr, gar keinen Ausweg mehr. Das ist wie wenn du an einem Ort bist, wo dir geholfen wird, wo du Heilung erfährst, wo du inneren Frieden erfährst. Und alles geschieht jetzt im Lichte von deinem höheren Selbst, im Licht von deinem freien Willen. Und du atmest nochmal tief ein und wieder aus. Und erlaubst dir zur Ruhe zu kommen. Es beginnt nun ein tief violettes Licht über deinen Scheitel in deinen Kopf einzufließen. Und dieses Licht löst jetzt sämtliche Glaubensmuster, sämtliche Denkspiralen. Damit du klarer und freier wirst und dich mehr und mehr entspannst. Und es öffnet jetzt auch sämtliche Nervenbahnen und Verbindungen in deinem Gehirn und lässt frisches Licht, neuen Wind hinein. Es ist jetzt wichtig, dass du einen Wahrnehmungsschwung tust. Das ist wie wenn man einen Schritt auf die Seite geht. Und dann eine neue Perspektive auf Dinge hat. Und das passiert jetzt mit deinem Bewusstsein. Du bewegst dich einen Schritt auf die Seite, aber nur in Gedanken und nimmst jetzt einen neuen Blickwinkel an. Und unter diesem neuen Blickwinkel kannst du sehen, was du von deinem Familiensystem übernommen hast.
und was nicht dir gehört. Und dazu wird jetzt zusätzlich zum Kopf, zum Kronenchakra, zum dritten Auge, auch dein Unterbewusstsein bestrahlt, also dein Nabelchakra. Deine Identität wird stabilisiert und geheilt. Und du beginnst nun mit der Ohnmacht deiner Mutter. Die Ohnmacht der Mutter. Und du brauchst das jetzt nicht genauer definieren. Du sagst einfach die Ohnmacht deiner Mutter. Und du stellst dir mal vor, dass du eine Kiste, eine Schachtel in Händen hältst. Und da gibst du jetzt alles rein. In diese Schachtel fließt jetzt alles rein, in diese Kiste fließt alles rein, was mit der Ohnmacht deiner Mutter zu tun hat. Ich habe die Ohnmacht meiner Mutter lange genug getragen und zu meiner gemacht. Es ist ihre und nicht meine. Sie ist die Große, ich bin die Kleine und ich gebe sie ihr hiermit zurück. Und du erlaubst dir jetzt, dass diese Ohnmacht in diese Kiste fließt. Und nun ist einmal so ein Großteil dieser Ohnmacht deiner Mutter in dieser Kiste. Und jetzt beginnt einmal dort, wo du diese Ohnmacht getragen hast, Heilung einzufließen in dein System. Und durch diese Heilung, durch diese Heilenergie löst sich noch mehr Ohnmacht, die du von deiner mütterlichen Seite trägst. Und es löst sich auch eine tiefe Angst aus dir, dass deine Mutter womöglich mit dieser Ohnmacht nicht zusammenkommt. Und du sie deshalb tragen musst. Du machst dir nochmal bewusst, Mama ist die Große, ich bin die Kleine. Mama ist die Große, ich bin die Kleine. Und so sehr ich es mir auch wünschen würde, ich kann das gar nicht für meine Mutter tragen, weil es für mich viel zu schwer ist. Aber für meine Mutter genau passt. Und du gibst nun diese Kiste wirklich so nach hinten, linke Seite, nach oben. Und in deinem Rücken erscheint ein strahlendes, helles Licht, eine große Lichtgestalt. Viel größer als du und du weißt, das ist die Energie deiner Mutter. Die sagt, dass sie dich liebt und auch du sagst dieser Energie, ich liebe dich. Und du gibst ihr jetzt diese Ohnmacht zurück. Das, was du von deiner Mutter gelernt hast
Das, was du von deiner Mutter trägst, was du übernommen hast, gibst du ihr jetzt zurück. Es ist deine Ohnmacht, nicht meine. Ich habe sie lang genug für dich getragen und ich gebe sie dir hiermit zurück. Und du siehst, dass diese Lichtgestalt jetzt die Energie, diesen Karton, diese Kiste nimmt und nach hinten weggeht. Und du atmest mal tief ein und wieder aus und wieder ein. Und wieder aus. Und du spürst jetzt einfach, dass ein Teil von dir abgefallen ist. Und dass du eine Spur weg freier geworden bist. Die leeren Stellen werden jetzt mit Kraft, mit Sicherheit und mit Vertrauen gefüllt. Und nun darf sich diese Ohnmacht auch auf der rechten, auf der männlichen Seite lösen. Das heißt, du stellst dir wieder eine Kiste vor und auf dieser Kiste steht einfach Papa und vor allem die Ohnmacht des Vaters. Und alles, was du da an Ohnmacht von deinem Vater trägst, kommt jetzt in diese Kiste rein. Alle Ohnmacht, die ich von meinem Vater trage, kommt jetzt in diese Kiste hinein. Und genauso wie du auf der weiblichen, mütterlichen Seite entrümpelt hast, entrümpelst du jetzt auf der männlichen Seite, auf deiner väterlichen Seite und gibst die Ohnmacht deines Vaters in diese Kiste. Entrümpelst einfach, lässt es einfach einfließen. Und du atmest tief ein und wieder aus. Und du erlaubst dir auch, dass ganz viel Mut und Heilung in dich einfließt. Und nochmal, dass deine Identität stabilisiert wird, dass du alles, was du von deinem Vater an Ohnmacht trägst, dass du das auch zurückgeben kannst. Und es fließt jetzt eben diese Ohnmacht deines Vaters in diese Kiste. Du spürst, dass du klarer, dass du leichter wirst. Und du machst dir nochmal bewusst, dein Vater ist der Große, du bist die Kleine. Und du lässt jetzt alles in diese Kiste fließen, was deinem Vater gehört. Und du machst dir auch noch mal bewusst, ich liebe meinen Vater über alles. Und wenn ich diese Themen weitertragen könnte für ihn, dann würde ich das machen. Aber ich habe jetzt erkannt, dass er der Große ist und ich bin
die Kleine oder der Kleine. Und ich habe auch erkannt, dass ihm etwas fehlen würde, wenn ich diese Themen länger trage und dass sowohl er als auch ich dadurch blockiert wären. Und in diesem Bewusstsein löst sich jetzt noch einmal ein großer Brocken dieser Ohnmachtsthemen, die für deinen Vater bestimmt sind. Und du siehst jetzt auf deiner rechten Seite ein großes, helles Licht hinter dir aufgehen und du weißt, das ist die Energie deines Vaters. Und du machst dir nochmal bewusst, er ist der Große, ich bin die Kleine. Er ist der Große, ich bin die Kleine. Ich habe deine Ohnmacht lange genug für dich getragen und zu meiner gemacht. Es ist deine, nicht meine. Ich gebe sie dir hiermit zurück. Du bist der Große, ich bin die Kleine. Ich liebe dich sehr. Ich würde es auch weitertragen, wenn es dir was helfen würde. Aber ich habe erkannt, es hilft dir nichts. Und ich sehe, du bist groß genug und stark genug, dass du diese Themen selber trägst. Und du spürst, dass dein Vater jetzt diese Kiste nimmt. Und du spürst, wie klein und leicht sie ihm eigentlich fällt, weil es ja seine Kiste ist. Du merkst, dass du in dir leichter und weicher wirst und auch weiter und zufriedener. Deine Identität wird noch einmal stabiler. Und du gibst deinem Vater jetzt diese Kiste ab nochmal. Ganz bewusst. Und dein Vater bedankt sich bei dir, dreht sich um und geht nach hinten weg. Und du atmest tief ein und wieder aus und nochmal tief ein und wieder aus. Und du erlaubst jetzt, dass eine tiefe Heilenergie in dich einfließt. So als würdest du in einer herrlichen Wiese liegen und entspannen, auf Urlaub sein. Und deine Identität stabilisiert sich und erdet sich. Und je mehr du dich erdest und in deine Erwachsenenkraft kommst, umso mehr fallen persönliche Ohnmachtsgedanken ab. Vielleicht Themen, wo du in der Schule gescheitert bist, wo du Prüfungsstress hattest, wo du das Gefühl hattest, nicht gut genug zu sein, um geliebt zu werden, wo du vielleicht mal gehänselt wurdest. All das fließt jetzt ab und deine Kraft entwickelt sich und wird stabiler und immer weiter. Und du atmest tief ein. Und wieder aus. Und du spürst, dass dich sämtliche Manipulationsenergien verlassen. Du spürst, dass du in dir frei bist, ungebändigtes Licht, unzähmbares Licht, unendliches Licht.
Und du spürst, dass jeglicher Stress von dir abfällt. Du spürst eine tiefe, nicht enden wollende Liebe in dir. Und du spürst, dass sämtliche Einschränkungen und sämtliche Themen, wo du das Gefühl hattest, zurückgehalten zu werden, jetzt von dir abfallen. Und du absolut klar, stabil und voller innerer Reinheit und Selbstbestimmung nun bereit bist, deine Macht hier auf Erden in deinem Leben zu entfalten. Und das ist keine Macht, in der es darum geht, etwas zu erobern, denn du hast schon alles geschenkt bekommen. Es ist eine Macht, es ist die Kraft über dein Leben, über alle Aspekte deines Lebens. Atme nochmal tief ein und wieder aus. Und erlaube jetzt, dass diese Kraft, diese Macht sich erdet und spüre, dass das einfach eine Energie ist, die fließt. Und diese Macht hat nichts mit dem Intellekt zu tun, mit einem Plan zu tun. Das ist nur die reine Schöpferkraft, die in dir ist. Mit dem Bewusstsein, dass du dein Leben absolut in der Hand hast. Und dass es in diesem Augenblick wesentlich unattraktiver für dich geworden ist, in Ängsten oder in Ohnmacht zu verweilen. Das ist wie eine Nussschale, die jetzt gesprengt wurde. Und dass du jetzt in dir frei bist. Und in dieser Freiheit, in dieser Macht reihen sich dein Unterbewusstsein, deine sozialen Kontakte, deine Gefühle, dein Handeln, deine Gedanken mit ein und fußen darauf, basieren darauf. Deine Basis ist jetzt deine Macht. Die Basis deines Daseins ist die Macht. Atme tief ein und wieder aus. Und erlaube dir, dass sich dieses Gefühl jetzt nochmal setzt. Und dass du ganz tief und selbstbestimmt bei dir und in deiner Mitte bist. Du spürst dich klar und ruhig und du nimmst wahr, dass du gut geerdet und sicher bist.
Atme nun noch mal tief ein und wieder aus. Und dann streck dich mal durch, beweg deine Arme und deine Beine. Und komm dann genau in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Spür nochmal nach. Bedank dich bei deinem höheren Selbst und natürlich auch bei deinen Ahnen. Und komm dann ganz in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Wenn du dich wieder gut spüren kannst, dann öffnest du deine Augen. Schreckst dich nochmal durch und spürst nochmal nach. Du kannst diese Übung natürlich wiederholen. Und du wirst jetzt auch spüren, dass du geerdeter bist, dass du klarer bist, dass du aufgeräumter bist. Und du siehst, dass eben die Macht etwas ganz Selbstverständliches ist. Nicht die Macht über jemanden, sondern die Macht ist eigentlich die Basis, sollte die Basis darstellen. Und das wurde heute aktiviert. Wenn du irgendwelche Fragen hast zu energetischen Themen oder Vorschläge hast, dann schreib es mir in die Kommentare. Ich mache gern mal ein Video drüber. Lass mir ein Daumen hoch da, teile das Video, abonniere den Kanal. Ich bin Oliver Ereny, medialer Energetiker und Astrologe aus dem wunderschönen Linz. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.